So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge. Wir gehen direkt mal auf die Welt. Ich musste gerade den Countdown starten. Wir sind jetzt auch im Vollbild, deswegen sind jetzt auch die schwarzen Balken weg. Das habe ich in der letzten Folge irgendwie glatt vergessen. Aber naja, man ist manchmal ein bisschen schusselig. Ich nehme das jetzt direkt nach der ersten Folge auf. Die erste Folge habe ich eben aufgenommen und rausgehauen und direkt und oh. Ich überlege mir gerade, war das jetzt schlau, dass ich in dem. Ja, was war? Es war schlau. Ja. Weil ich kann ja hier auf dem anderen Laptop. Ja, die Beschreibung nämlich aufmachen. Und da kann ich mir nämlich hier alles durchlesen. So, wenn es denn geht. Weil wir müssen ja die Ziele vor Augen haben. Aber eigentlich habe ich die Ziele vor Augen. Wir können hier gerade mal ein bisschen was raustun. Zack, zack. Ne, Äpfel nehmen wir mal mit hier. Wir könnten mal zwei Hühner paaren. Was kann man denn alles paaren? Pferde, Kühe, Schweine, Hühner, Schafe. Okay. Pferde. Oh, Pferde wird natürlich auch nicht einfach. Aber wir können ja schon mal beispielsweise. Habe ich jetzt echt alle Schafe gekillt oder sieht das nur so aus? Ich müsste eigentlich auch Eisen sammeln. Vielleicht gehe ich auch mal Eisen sammeln. Ach, wenn man so mit diesen Entscheidungen so mehrere Minuten am Anfang vertrödelt, dann ist immer so viel Zeit weg. Das ist immer so ein bisschen dämlich. Aber naja. Wir müssen hier hoch. So. Und wir gehen hier lang. Gibt es hier eine Höhle? Nö. Schaufel. Thank you. Schaffen wir das mal weg. So. Ich sag so oft so, weil ich kann es so machen. So. Weißt du, so. Verstehst du so, ne? Ganz. Hast du, ne? Hast du. Ah, geht's hier rein? Geht's hier rein? Ah ja, cool, da geht's. Geht's ja wirklich rein. Mit Lava. Ach, komm schon ein bisschen schneller hier. Stehen unter Zeit. Hey, wow. Okay. Pass auf. Wo sind wir hier gelandet, um Gottes Willen? Ah, nein. Ich treibe ab. Also ich bin abgetrieben quasi. So, warte mal. Okay. Weg. Lava, weg. Okay. Kohle. Dann davon was. Nö. Aber brauchen wir sowieso, um dann Eisen zu machen. Und im Endeffekt Diamant abzubauen und so weiter und so fort. Das gerade ein bisschen oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Okay. Ich wollte schon sagen, Alter, ist das gefährlich hier. Gefährliches Leben. Mitten im Leben. So. Nein, das natürlich nicht. Ach, ich wünschte, ihr könnt irgendwo weiter reingehen, aber sieht wieder mal schwarz aus. War wieder nur so ein Augenschimmer. Und deine Augen schimmern im Sonnenlicht. Keine Ahnung, was das für ein Songtext ist, aber naja. Passt doch gar nicht zur Musik, die gerade läuft. Aber naja. Ist übrigens Spaghetti. Auch ein sehr cooler Typ. Hat mir die Lizenz gegeben, die Musik zu nutzen. Aus Schweden kommt der, glaube ich. Kommt der aus Schweden? Ich weiß es gar nicht. Naja. Jedenfalls ist das so ein bisschen. Naja, so eine Art Remake von. Mir kommt das Lied gerade so bekannt vor. Aber das kann natürlich auch was anderes sein, als ich denke. Aber egal. Ist auf jeden Fall Spaghetti. Checkt ihn auf YouTube aus. Dies, das. Ich habe schon wieder dies, das gesagt. Oh Gott. Ich sollte mir hier vielleicht nicht so gerade runterbauen. Ist das eine Höhle? Ist das eine Höhle? Okay. Jetzt ganz ruhig bleiben. Nicht ausrasten. Ganz ruhig bleiben. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Es ist ja so schön auf Bright gestellt. Ich wollte eigentlich auf. Oh, Eisen. Oh, yes. Oh, yes. Daraus können wir uns nämlich dann nur einen Eimer basteln irgendwann. Ich will mich ja auch nicht so lange in der Höhle aufhalten, weißt du? Aber gut. Man muss tun, was man tun muss, ne? Hier ist noch Kohle. 17 Kohle soll jetzt erstmal reichen. Ich meine, wir beschränken uns hier aufs Wesentliche. Ist ja nicht so Let's Play-mäßig oder so. Ist ja eigentlich mehr so ein Gameplay-mäßig so. Oh, hier gibt es wieder gar nichts, ne? Außer Kohle. Kohle ist natürlich wieder in Massen da. Ich sehe nichts. Also ich hoffe, ihr seht was. Es ist nicht zu dunkel. Macht natürlich auch das Video klein, wenn ich so wenig Abwechslung, so grau und grau in meinem Video habe. Aber naja. Ich hoffe mal, ihr seht jetzt alles. Oh, runtergefallen. Okay, das Eisen hier. Ich hoffe, ich finde mich hier wieder raus, ne? Ganz ehrlich. Das wäre uncool, wenn ich hier sterben würde. Beziehungsweise nicht mehr rausfinden würde. Und dann sterben müsste. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal, ich krieg das hier noch auf die Kette.
mich zurückzufinden. Das ist natürlich, wenn ich jetzt, je tiefer ich reingehe, desto weniger Chance haben wir, uns später zurechtzufinden. Oh, hier ist Redstone. Und Lava. Hier könnten wir natürlich Diamanten finden, theoretisch, ne? Aber da müssen wir erstmal eine ganze Weile für farmen. Gut, dann eben nicht. Leck mich, Lava. Wir stecken uns hoch. Wir stecken uns hoch. Yes. Wir müssen hier raus, oder? Ja, weil hier haben wir auch das Eisen abgebaut. Dann stecken wir uns hier mal raus. Zack, zack. Oh Gott, ich finde mich hier noch nie wieder zurecht. Ich verlaufe mich doch. Oh Gott, ich habe mich schon verlaufen, ne? Ja, ich habe mich... Habe ich mich verlaufen? Ich weiß es nicht. Das kommt mir so bekannt vor hier. Naja. Komm her. Give me das Eisen. Oh. Okay. Runtergefallen. Ja, warte mal. Hier haben wir uns hochgebaut. Das heißt, hier waren wir schon mal. Ist ja eigentlich gut, dass wir hier schon mal waren. Habe ich eigentlich auf Peaceful? Soll man auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad spielen? Ich weiß es nicht. Super wenig Info. Naja. Ja, warte mal, hier geht's ja auch noch weiter. Ach, ich will gar nicht so viel Eisen haben. Ich will mehr... Eigentlich... Ja, ich brauche ja nicht so viel Eisen. Ich brauche einen Eimer, um das Weizenfeld anzulegen. Und eigentlich müsste ich mich jetzt schon rausdecken, weil... Ich finde... Ganz ehrlich, ich finde mich jetzt schon nicht mehr zurecht. In Höhlen oder so, ohne Minimap, bin ich total aufgeschmissen. Also wirklich in Vanilla Minecraft, da bin ich total am Arsch. Was jetzt so Orientierung angeht. Naja, aber wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das so. Huch. So. Okay. Komm her. Wir gehen hoch. Irgendwie. Ach, warte mal da. Ja. Nur weil es nach oben geht, heißt es natürlich nicht, dass es rausgeht, ne? Das ist ja immer so eine. Obwohl. Ja, an der Oberfläche ist besser, glaube ich. Na komm her. Eisen. Nehmen wir das Eisen hier noch mit. So ein bisschen Eisen kann ja nicht schaden. Eisenpopeisen. Ihr wisst die Witze. Ich brauche sie nicht nochmal bringen. Das hat schon ein ganz anderer Mensch getan. So. Okay. Hier ist nochmal Eisen. Wo kommt denn das her? Spawnt das hier? Haben wir Holz mit? Oh ja, Gott sei Dank. Aber dann können wir uns eine Werkbank bauen. Da steht, ich habe jetzt keine Werkbank dabei. Quatsch, kein Holz dabei. Oder keine Werkbank dabei. Werkbank habe ich auch nicht dabei, oder? Oder? Nein. Wir stapeln uns gerade mal raus, habe ich beschlossen. Dürfte ja nicht so weit sein. Wir haben das, was wir wollten. Bisschen Eisen, bisschen Kohle. Und da war die. Das ist jetzt natürlich. Oh, geht das? Ich hoffe mal, das geht. Ja, es geht. Jetzt, wenn das jetzt nicht gegangen wäre, dass wir die jetzt unter uns setzen können, wäre ganz schön am Arsch gewesen. Aber gut. Funktioniert ja alles. Easy. Da draußen fährt ein Auto lang. Oh, da geht's raus. Oh, und es ist Nacht. Oh, so ein Scheiß. So, die Bergbahn bauen wir ein. Ruhe in Frieden. Hey, hier ist ja noch mehr Eisen. Mitnehmen. Wir schaffen gar nichts, diese Folge, ne? Ohne Scheiß. Doch, wir müssen das Weizen... Wenigstens das Weizenfeld müssen wir schaffen. Weil sonst gehen wir ja völlig leer aus hier. Ich meine, wir haben ein bisschen Eisen gefunden. Schön und gut, aber... Naja... Technischer Fortschritt. Okay, ich weiß, wo wir sind. Oh, das ist ja cool. Wir sind eigentlich genau wieder da rausgekommen, wo wir reingegangen sind, nur irgendwie anders. Kühe, könnt ihr mal herkommen? Party euch mal. Dann haben wir euch schon mal abgefrühstückt. Oh, eine Babykuh. Seht ihr euch an? Oh, sie sind niedlich. Ah. Hier ist ein Hühnchen. Moment, das braucht Seeds. Ich habe keine. Doch, ich habe Seeds. Komm her. Folge mir, Hühnchen. Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Wo ist ein anderer von deiner Sorte? Bist du hier ganz allein? Naja. Dann sorry, dass ich dich so ein bisschen geil gemacht habe. Egal. Du musst jetzt mit leben. So. Rein hier. Mindestens 9x9 Felder soll das Weizenfeld sein, ne? Das könnte natürlich schwierig werden hier. Aber, schaffen wir schon. Wie viele Felder sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Muss ja nicht schön werden.
So, pass auf. Neun mal neun Felder war das jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, dann müssen wir hier so ein bisschen, ne? Terraforming machen quasi. So, warte mal. Da brauchen wir eine. Das kann man hier rein. Das kann man schmelzen. Und dann machen wir uns gerade mal hier eine Eisenschaufel. Ach Quatsch, eine Eisenschaufel, sag ich schon. Eine Steinschaufel. Und schaufeln hier mal. Wir müssen halt jetzt ein bisschen die Gegend verunstalten, aber Komfort. Wir haben schon 10 Minuten und 41, 42, 43. Kann natürlich jetzt ein bisschen sein, dass es ein bisschen unsynchron ist mit der Zeit im Video. Aber ich habe hier so einen Timer so, ja, recht zeitnah gestartet. Also sollte so ungefähr hinkommen. Ich meine, so 5 bis 10 Sekunden drüber sind ja nicht schlimm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Aber man sollte jetzt wirklich nicht eine oder zwei Minuten länger machen. Ach, da ist ja noch eins von der Sorte. Hey, Hühnchen. Okay. What does the cock say? fällt mir gerade so ein. Okay. Sollte man eine Songparodie draus machen? Muss ich mal Philipp fragen. Das wäre geil, irgendwie. Auf eine merkwürdige Art und Weise. So, ne? Bis hierhin, ne? Ja. Oder? Ist das ein 9x9-Feld? Doch sieht so unsymmetrisch aus. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das war zu viel. Okay. Und in der Mitte. Das ist natürlich jetzt. Warte mal. Da müssen wir direkt mal hier dies, das machen. So, dies, das. Wasser müssen wir dann noch holen. Wir müssen das abgrenzen quasi. So, warte mal. Ich hoffe, meine Steinhacke reicht hier jetzt für das, was ich hier vorhab. Und hier nach hinten, ne? 5. Und 5. Stimmt das? 1, 2, 3, 4. Nee. Hier muss es ja noch eins weiter. Dann stimmt's nämlich auch. Ach, komm. So, dann ist das mittig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Mitte, okay. Dann müssen wir jetzt allerdings hier das Eisen nehmen. Oh, und wir haben Zeitdruck, ne? Ohne Spaß. So, ganz genau mit hier. Wasser. Come to me. Oh, ja, meine, Gott sei Dank. Gleich mal eine Quelle. Das ist schon mal ganz gut. Du kleiner Bergfluss. Okay, Wasser. Ich, das dürfte 9x9 reichen, soweit ich informiert bin. Eine Wasserquelle. Probieren wir das mal. Also hier reicht's. Ja, okay, es reicht. Okay, alles cool. Die Steinhacke reicht, ist die Frage. So. Zack. Und Pflanzen. 9x9 dürften 81 Felder sein, oder? Wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert bin. Eigentlich schon. So, vollbepflanzt müssen sie ja nicht sein. Aber wenigstens haben wir das Weizenfeld hinbekommen. Nochmal 14 Minuten. Gut, das steht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Jetzt haben wir hier noch eine Holzumrahmung drin. Oh. Aber wir schaffen jetzt diese Folge sowieso nichts mehr. Ist ein bisschen doof, aber naja. Nächste Folge. Schauen wir mal. So, bitte mal hier. Oh, ist das ein großer Baum? Bitte nicht. So, dann kann der jetzt noch ein bisschen seiner Wege gehen hier. 14:39. Schaffe. Hallo? Hallo? Komm, dann machen wir hier noch ein bisschen Holzumrandung drum. Sieht doch schicker aus. 41.
Holzumrahmung und dann ist das hier alles ein bisschen abgegrenzt. So und so. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, hier machen wir noch einen Holzweg, siehst du? Zack, 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 zack. Schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben ein Getreidefeld. 9x9 Blöcke, ja, ist okay. Fange jeden Fisch, kommt dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.